Why? Why did Chris jump in front of that car, Sean? Why? He's okay, Enano. The car barely touched him. You said I should be more careful. But because of you, I didn't do anything, and I could have. Hey, you don't know what could have happened, okay? What's done is done. You didn't even let me check on him. What if he is dead? You could see the car slow down before, so Chris will be fine. Trust me. You promise? Promise. Sean, I'm tired of running away. I don't want to be a superhero anymore. You don't have to use your power if you don't want to. I know, but sometimes I can help, and how do I know when to use it? You don't. You can only trust your guts and listen to your brother. You think we'll see Grandma and Grandpa again? I don't know. We'll see. Where are we gonna go now? See Mom? No way, man. We don't need her, okay? But she said she wanted to find us. We stick to the plan. We go to Puerto Lobos. That's where we belong. No one will tell us what to do. We can be whoever we want. You think? I don't know. Trust me, man. From now on, we make our own rules. Look, I wanted to wait until then, but we kinda need a little cheer, so. Merry Christmas, Enano. For me? Thanks, Sean. Hey! Listen! There's a ride. Come on. All aboard. Genau, geht noch ein bisschen gemütlicher dahin. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange 2. Ja, wir waren ja bei den Großeltern und mussten dann letztlich doch von dort fliehen. Ich weiß noch nicht genau, wo wir uns jetzt befinden, aber das werden wir definitiv gleich herausfinden. Aufwachen.
Okay. Ist der jetzt am Träumen oder warum liegen wir jetzt in einem Bett in einem Haus? Oh, es kommt wieder einer dieser dummen Streiche, oder? No way, you little shit. Daniel, get your ass over here now. Okay, also, ach, 3 Monate vor dem Vorfall. Okay, dann sehen wir uns mal eben Shit. Die Tickets an. Can't wait for the show with the whole crew. Okay, also er hatte sich schon auf einiges gefreut, so wie es aussieht. Hallo? Können wir den Nachttisch öffnen? Ja. Man, that would fucking kill me if he found this. Ja, das ist ja... Das ist ja auch nichts, was man machen sollte, ne? Ich meine, so dumm kann man eigentlich nicht sein. How did I get Lila to talk me into this shit? Lydia, wer ist dabei? Tauchen im Reservoir morgen. Ohne mich, Hausaufgaben. So ein Schwachsinn. Er kommt. Und zwar ganz ohne. Wie? Da ist ein hoher Zaun. Spring drüber, du... Achso, Star-Athlet. Drahtschneider, nur für den Fall. Ein andermal. Es gibt keinen Ausweg, Geburtstagskind. Geh ans Telefon. Abspringen ist nicht. Okay. Geschenkgutschein anschreiben. Was haben wir denn hier noch? So much bullshit. But I got phone and party bills now. Sehr geehrter Manager der Z-Mark Verkaufsabteilung. Mein Name ist Sean Diaz und ich bin ein 16-jähriger Schüler mit einem Notendurchschnitt von 2,5. Mrs. Castillo vom Jugend-Zukunft-Projekt hat mir ihr Geschäft und ihre Abteilung empfohlen, um mich auf eine Position als Teilzeitassistent zu bewerben. Ich habe im Kundendienst der Werkstatt meines Vaters gearbeitet, seit ich 13 war und habe Erfahrung mit Menschen und Kassensystemen. Als Läufer ist mir die Bedeutung von Teamarbeit bewusst und da ich ihre Sportabteilung bereits kenne, denke ich, dass ich eine sehr gute Ergänzung für das Verkaufsteam des Z-Marts wäre. Vielen Dank für Ihre Zeit und ich hoffe, dass ich bald von Ihnen höre. Mit freundlichen Grüßen, Sean Diaz. Ja, ist gar nicht mal schlecht geschrieben, muss ich sagen. Need to put on the patch I bought last week. Ja, ja, unser Ziel ist es, Daniel zu finden. Ich hab's ja schon verstanden. Was ist das denn? Kommt nur mir das jetzt so pervers vor? Oder ist das so pervers mit der Erdnuss und der Banane? Okay, ich lasse das jetzt mal einfach so stehen. Wir machen uns bei ihm auf, Daniel zu finden. Ich gucke nochmal grob hier nochmal rum, ob es hier irgendwas gibt. Zeitungen sind ja meistens eher uninteressant. Was ist das denn? Pitch? Scored it at the skate park last week. Okay. Now I need to sew it on. Ach, das ist dieser Aufnäher, okay. Was ist denn mit dem Skatepark? Pat thinks I'll stop skating if I get a car when I turn 16. Wrong. No, ist schon vielen passiert. Nur, dass man mit 16 kein Auto bekommt. So, durchsuchen. Bedeutet das, okay. Es wäre eigentlich ziemlich unlogisch, wenn er da wäre. I wanna play fucking hide and seek. Hide and seek. Ein schlechter Test. Ooh, Dad confiscated the playbox after that. Daniel was a total rageball. Ja gut, aber es ist ja jetzt nur eine 4, ne? Also es ist jetzt nicht so, als ob der... Bitte Elterngespräch mit Lehrer vereinbaren. Wollen die mich verarschen wegen der 4? What is he making with all that crap? Did this for Daniel's birthday. He was so happy with it. Aha, Lilas Brief. Man, my brother's a little player. Lila loves it. Lila, vielen Dank für die Packung Süßigkeiten. Ich liebe die. Du bist nett. XXX Daniel.
Okay, was geht denn da ab? So lucky Noah lives downtown. Hell, they drive me crazy 24/7. This thing is so cheap and ugly. I love it. So im Nachhinein würde ich das wahrscheinlich auch sagen, wenn ich die ganze Zeit durch die Gegend gereist wäre. Too bad we didn't have a clue. She hated all of us. Ach so, das ist die Mutter. Ah, okay. Schildkröten-Sportclub. Ja, lass ich mal so stehen. So, dass wir hier nichts finden, ist klar. Gift from Lila. Daniel never got so close to proposing to her. Ja, kann er jetzt leider auch nicht mehr. I used to play with these at Ellery's. Man, I feel old. Ich glaube, das geht jeden von uns so. Got this for a girl in the 8th grade. But I chickened out. Das hat er für ein Mädchen gekauft. Okay. Who would have thought playing Minecraft would get him back to his blocks? Minecraft, darf man denn sowas sagen in so einem Spiel? Isn't Daniel too old for bedtime stories? Ach, für sowas ist man nie zu alt. Fliegende Kinder aus Poughkeepsie oder so. Peter Tobero. Ja gut. I shouldn't have messed with Power Beer. Okay, das lasse ich mal jetzt einfach so stehen. Sucks to be Daniel. But he can't bug me all the time. Na, wieso? Im Moment kriegt er dich doch dazu, dass sie ihm ständig suchst, ne? I would have been pissed if I was there. Asshole. Hey Nachbar, ich wollte Sie nur wissen lassen, dass ich es nicht zu schätzen weiß, dass Sie letzte Woche wegen meinen Freunden und mir die Polizei gerufen haben. Ich weiß, es war spät, aber es war ein Samstag und wir hatten keine große Party. Also hätten Sie auch einfach fragen können, ob wir die Musik leiser drehen. Als ob die das dann gemacht hätten. Außerdem haben wir diese Flaschen nicht absichtlich in der Rinne gelassen. Stattdessen haben sie ein Spektakel veranstaltet und die Polizei gerufen, die uns eine Stunde lang belästigt hat. Die haben sogar geglaubt, ich hätte eines meiner eigenen Autos gestohlen. Ich bin froh, dass meine Kinder nicht zu Hause waren, um das mit anzusehen. Probieren Sie, nächstes Mal zu klopfen. Ihr Nachbar. Ja, da wäre ich aber auch froh, dass seine Kinder nicht da gewesen wären, wenn er so besoffen war, dass er noch nicht mal weiß, was mit seinem Auto passiert ist. Das ist schon krass. Ich meine, ich habe es auch ein einziges Mal gehabt im Leben. Da war ich aber viel, viel jünger als jetzt. Es war eine seltsame Situation. Und zwar habe ich da den ganzen Abend nur Cola-Wodka getrunken. Und es war alles wunderbar. Also ich fühlte mich ganz normal. Und dann habe ich zwischendurch irgendwann ein Bier bekommen. Das stand dann da rum. Also ich habe die Ausgabe gemacht, die Alkoholausgabe. Und da stand dann da rum und irgendwann so nach einer Stunde auf zwei habe ich dann gedacht, ach, das Bier hast du ja auch noch, habe das dann getrunken. Und nachdem ich das Bier getrunken habe, war mir total komisch und ich erinnere mich an fast gar nichts mehr von dem Abend. Das ist nur noch so ausschnittsweise. Dad got in trouble for his last barbecue. Hope he does it again, so I can come this time. Ja, und ich erinnere mich bis heute nur ausschnittsweise an diesen Abend und ja, muss ganz ehrlich sagen, ich möchte sowas auch nie, nie wieder erleben. Es war eigentlich klar, dass der nicht hier ist, oder? Could be anywhere. Oh, shit. Ja, ihr habt ein großes Haus. Das ist ja klar, dass so ein kleiner Junge überall sein kann. Da könnte auch hier hinter sein, aber da kann man jetzt, ja, da kann man gucken, aber das bringt mir nicht viel. Wahltickets? Daniel ist psyched. But I'd rather just go with Lila and the crew. Echt phänomenal, der majestätische Wal. Alle an Bord für Ayaps Mobi-Tagestour. Segle über die mächtige See mit der Crew der Neptun und Trifale. Gratis Meeresfrüchtegericht zum Mittag. Angle vom Deck aus. Gratis Bilder von dir, der Crew und den Walen. Tägliches Auslaufen. Dienstag bis Sonntag. Besuche unsere Seite. Jetzt kriege ich ja schon Schluck auf. Oh, und dann haben sie einen Orca da drauf gemacht. So was wollte ich auch immer machen. Also keinen Orca da drauf machen, sondern ich wollte auch immer mal so einen Ausflug machen, um Orcas anzugucken. Whoa, hold on. Let go! Stop it! Dude, I told you to stay out of my room. Ow! That hurt! Yeah,
I'm not fucking around anymore. Got it? Do you hear me, Daniel? You shall not enter your brother's room. Watch out, man! You started it, dickhead! What is this crap? Are you fighting again? You proud of yourself? Stop it! Enough! Getting tired of this. Sean, what happened? Now! Dad! I told him not to come into my room. He never listens. He hit me and broke the trophy. He's lying. He always does that when he gets busted. Little shit. Enough! You both better listen because I'm tired of this crap. Okay? This is my house too, not your playground. You hear me? Jeez. You guys are working my last nerve this week. You okay, mijo? I'm going to talk with your brother. You know the drill. Bedroom and no games. I didn't do anything! Uh-huh. Let's talk. Ugh, now. This is so stupid! It's bullshit! Okay. You really taught that book a lesson. You done? Hmm? Whatever. Like you're gonna believe me. Daniel's always right. Look. Please? Listen, Sean. I can't do this on my own. I can't. I need you to help me. I know you don't want to babysit Daniel. You grow up. You need space, more freedom. I get it. But we're a trio now, and you gotta take some responsibility. That little shit is just a kid. You're almost an adult. I know that, and I do look out for him, I swear, but he's a little brat. So were you, and you had 8 years of being spoiled before you had to share toys with your little brother. I know it might sound cheesy, but we have to be good role models for him. He's a Diaz, right? Okay, I hear you. I'll try to be super bro. Just try to be there for him, like you are now. Ese es mi hijo. I'm late for work. Go talk to your brother and work this drama out. We'll go to the movies tonight if you guys don't wreck the house. I know you love to hear this. But I'm proud of you, both of you. Okay, get back to work. It's Micha. Was mich ja noch mehr interessieren würde jetzt, was er jetzt eigentlich geklaut hat. Er hat ja anscheinend irgendwas aus meiner Tasche geklaut. I better do something about Daniel. Achso, Frieden schließen. Okay, ich dachte, ich sollte jetzt hier irgendwie die Tür verbarrikadieren oder sowas. Was ist denn seine Tür gewesen hier, ne? Can I come in? It's the big, bad brother. I said no! Get out! Whatever! I'm not listening! La 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 la, I don't hear anything! La la la. So, jetzt hingehen, dem erstmal eine reinhauen, ne? Quatsch. Hey, Daniel. Leave me alone! Come on. Look, I'm sorry, man. No, you're not. Oh, please. I don't want to talk to you. Dann nicht, dann gehe ich wieder. Kann tatsächlich nichts mehr machen. Too bad we didn't have a clue. So, she hated all of us.
Ich kann tatsächlich nichts mehr machen. Vielleicht soll ich ihm was vorlesen oder so. Ich weiß es nicht. Isn't Daniel too old for bedtime nicht? Stories? Also immer noch mit Daniel Frieden schließen. And don't touch my stuff. Das ist mir egal. Interessiert ihn ja auch nicht. What is he making with all that crap? Ja, das kennen wir alles schon. Das haben wir ja eben schon alles gesehen. Nein. Too bad we didn't have a clue. She hated all of us. Mein Gott. Haben wir denn irgendwas hier drin oder so, was wir benutzen können? Muss wir einen Job suchen, ja. Kann ich dir mit der Wasserflasche eins drüber hauen oder sowas? Was ist denn das? Ach, Skateboard-Werkzeug, okay. Ach, ein Feuerzeug. Ich dachte, ein Aufnäher oder sowas. Ich sollte einige Fotos von meinem alten Handy hochladen, bevor ich es wegwerfe, okay. Was für eine Art, deine Kunst zu sichern, Picasso. Wird Zeit für ein neues Skizzenbuch. Ja, ja. Kann ich denn jetzt hier irgendwas... Also hier drin kann ich ja anscheinend nichts machen, oder... Nee, aber ich kann auch nicht wieder raus. Was ist denn das für ein Quatsch? Sollen wir zusammen irgendwie... Ah, Moment, überzeugen. Oh, I forgot about Bobby the Yeti. I brought it back from that field trip to Vancouver. Und ich wollte jetzt Pfannkuchen machen oder so. Who does that? Other than a super cool big brother. Ah, he's right, Daniel. You should totally forgive him. Total vergeben. I'm not saying it. Bobby does. Leave me alone. Da müssen wir mit dem nächsten versuchen zu spielen. Moment. Tam, haven't seen you in forever. Doch, gerade eben that noch. That made me give this to you. You always wanted my toys. Does this even work anymore? Not after you took care of it. Poor robot. No battery. Duh. Why are you still here? Weil du so ein kleines, missratenes Gehör bist. Raumschiff. Raumschiff ist gut. Sean, I'm gonna tell on you. Hey. That's cool. Did you make it? Be careful. No. It's fragile. No problem. Suddenly you're Mr. Careful. Okay, if I sit down? So, when did you get this? Last month. Dad said I should learn to do stuff by myself, since you're not around as much. Hey, come on. It's not like I'm leaving home. You might as well. I never see you. We don't even play games anymore. We don't do anything. Daniel, I just... I want to hang out with my friends sometimes. You're gonna be doing the same thing in a couple of years. Hi. I don't want to grow up. It's boring. Here. Sorry I took it. That's what you wanted? That stupid watch? You said you'd give me one at the thrift store last week, but you forgot, like before. Well, you better keep this watch then. Wow! Thanks, Sean! This is so cool! I'll keep it forever and ever.